der König Ludwig der 14. unter den Früchten. In der heutigen Episode möchte ich euch die gute Durian vorstellen. Herzlich willkommen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wissen to Go. Und wie in der Einleitung bereits erwähnt, möchte ich euch die heutige, die tropische und exotische Frucht, die Durian, vorstellen. Wie gesagt, unter vielen Rohköstlern ist sie die König der Früchte. Sie schmeckt aromatisch, ist sehr geschmacklich und kann bei manchen oder anderen auch zu Süchten führen, weil sie halt so gut schmeckt. Für die anderen Menschen oder für viele Menschen ist sie aber auch die Geruchsbelästigung Nummer 1. Zum Beispiel in Singapur oder in Malaysia ist es verboten, sie in Hotels oder in der U-Bahn zum Beispiel mitzunehmen, weil sie halt doch einen sehr intensiven Geruch hat. Neben der Kokosnuss zählt auch die Durian zu einer der ältesten Früchte der Welt. Sie soll ungefähr 52 Millionen Jahre alt sein. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene Bezeichnungen. Der übliche ist halt König der Früchte, aber botanisch wird auch die Durian Durio cibetus genannt. Und im Malaysischen oder im Indonesischen bedeutet auch Durio Stachel bzw. Dorn, was auch was einfach eine Beschreibung der Frucht ist. Es gibt viele verschiedene Durian-Sorten, circa 30 verschiedene, wovon 9 genießbar sind. Ich habe mir, wie auch im letzten Jahr, die ursprüngliche Sorte, die Chani, bestellt. Und das ist halt, wie gesagt, eine ursprüngliche und urverfälschte Sorte. Die ist etwas intensiver im Geschmack, dafür aber auch im Geruch, ist ein bisschen weniger süßer, aber dafür, wie gesagt, ein bisschen milder und intensiver im Geschmack. Zu den Merkmalen der Durian, also sie ist in der Regel, hat eine Größe von einem Fußball, wie man hier halt sehen kann. Ja, ein bisschen Kopfgröße, ist meistens ein bisschen grünlich bzw. bräunlich und sie hat halt eine harte Haut und ist mit Stacheln umgeben und die Stacheln hat sie halt deshalb, wenn sie halt vom Baum fällt, dann ist sie für gewöhnlich reif, was es normalerweise bei allen Früchten der Fall sein sollte. Zum Beispiel, wenn ein Apfel reif ist, dann fällt er halt einfach vom Baum. Und weil der Durianbaum ziemlich groß ist, wird ca. 30 bis 50 Meter hoch, dienen die Stacheln sozusagen als Stoßdämpfer, wenn die Frucht runterkommt. Und kurz vor der Reifephase platzt die Durian auf. Und da beginnt normalerweise in der Regel der intensive Gestank. Und wenn die Durian aufgeplatzt ist, dann ist sie halt schon quasi überreif und sollte eigentlich so schnell wie möglich verzehrt werden, weil sie das Fruchtfleisch schon anfängt sich zu zersetzen bzw. schon von der Qualität her etwas schlechter wird. Das Fruchtfleisch der Durian ist in der Regel weiß, gelblich und cremig und innerhalb der Durian befinden sich 4 bis 6 Kammern, wo sich halt das Fruchtfleisch befindet und auch hier die Samen sich der Durian zusätzlich noch befinden und da versuche ich halt vielleicht ein paar anzuziehen. Mal schauen, ob mir die Ankeimung der Samen gelingt. Ja. Zum Anbau der Durian ist folgendermaßen zu sagen, dass sie halt überwiegend ihren Ursprung in den Bueno-Inseln hat und sich dann darüber in Indonesien, in Malaysia verbreitet hat, aber auch jetzt in tropischen Klimazonen wie zum Beispiel in Südindien, in Australien wird sie zum Beispiel angebaut oder im tropischen Afrika. Und man kann halt auch dazu sagen, dass in Thailand die höchste Qualität der Durian vorzufinden
ist und ganz noch botanisch zum Baum her kann man sagen, dass der Baum circa 100 Jahre alt wird und ja, wie bereits erwähnt, eine Höhe von circa 30 bis 50 Meter hoch erreichen wird. Der Baum wächst überwiegend, wie in den Tropen es halt üblich ist, auf sandigem Boden. Und wichtig dabei ist auch, dass er lange Trockenperioden nicht übersteht. Also ja, Trockenperioden von über 3 Monaten ist normalerweise ja, der Tod für den Baum bzw. auch für die Setzlinge, wenn ich die halt anzüchten möchte. Und da ist halt auch wichtig, dass man halt eine Mindesttemperatur von ca. 22 bis, also 25 bis 28 Grad aufweist und für die Überwinterung ca. 15 bis 18 Grad ungefähr benötigt, um die Pflanze über den Winter zum Beispiel in unseren Gefilden drüber zu bringen. Und im ganz Allgemeinen ist es halt so, dass die Durianpflanze für gewöhnlich 4 bis 6 Jahre zur Wachstum braucht, bis sie überhaupt mal Früchte trägt. Und es gibt auch Sorten, die 21 Jahre benötigen. Und je älter der Baum ist, desto mehr Früchte wird er auch tragen. Blüten tut der Durianbaum 2-mal jährlich und das dann 3 bis 4 Wochen ungefähr, und in der Zeit sind halt dann die vielen verschiedenen Sorten in ihrer Saison und dort werden sie dann auch fleißig geerntet. Also meine ersten Erfahrungen bzw. persönlichen Eindrücke: ich habe mir zum Geburtstag einmal eine Durianfrucht importieren lassen, bzw. mehrere, und der erste Eindruck von meinen Eltern war halt natürlich der stinkende Gestank bzw. von meinen Familien, der halt auch wirklich intensiv ist, und wenn man das jetzt nicht gerade sehr mag, schon eine ziemliche Belästigung auch ist. Deshalb durfte ich Früchte auch nicht im Haus lagern, sondern musste sie auch im Schuppen lagern. Aber im Allgemeinen, für mich ist der Gestank jetzt nicht so intensiv, beziehungsweise für mich ein bisschen auch wohltuend und nicht so eine Belästigung, sage ich mal. Aber vom Geschmacklichen her muss ich sagen, dass die Durian mir, ja, wie man sagen kann, sehr zugesagt hat, und deshalb habe ich sie mir halt nochmal bestellt, um einfach diesen aromatischen und intensiven Geschmack nochmal zu erleben. Und wie gesagt, wenn ihr in solchen Ländern seid, in Thailand, in Sri Lanka, in Australien oder in südlichen tropischen Gefilden, dann kauft euch unbedingt die Durian, da ist er ein bisschen billiger wie bei uns, und falls ihr nicht die Möglichkeit habt, einfach mal bestellen über viele verschiedene Tropen, Shops. Ist wirklich eine Erfahrung wert, und ja, ich werde dann auch später oder vielleicht im Video nochmal reinschneiden, wie die Frucht von innen ausschaut, weil ich für gewöhnlich mich nicht gerne beim Essen filme, weil ich natürlich dort mich dem Essen widmen möchte. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Episode dir zugesagt hat und du einfach einen Einblick in verschiedenen Kulturen der Frucht- und Naturwelt anderer Länder erhaschen konntest. Spasiba za prosmotrit, und wir sehen uns in der nächsten Episode von Wissen to Go. Bis dahin, ciao.